und ist ein der bekanntesten Süßspeisen der Küche aus Österreich. Es gibt viele Geschichten über Kaiserschmarrn. Eines haben sie alle gemeinsam. Kaiser Franz Josef I. mochte den süßen Kaiserschmarrn sehr gern. Ich empfehle Kaiserschmarrn. Das ist ein traditionelles Dessert aus Österreich. Ein Portion, bitte. Kaiserschmarrn, guten Appetit. Warum sieht es so hässlich aus? Das ist Schmarrn. Kaiserschmarrn. Der Koch hat das extra gemacht, denn Sisi hat keinen Appetit. Hallo. Das ist Schmarrn. Kaiserschmarrn. Okay, Kaiserschmarrn. Gut. Hallo. Zutaten für 4 Portionen: 1 Esslöffel Butter, 4 Stück Eier, 180 Gramm Mehl, 350 Milliliter Milch, eine Prise Salz, 1 Esslöffel Zucker mit Vanille. Zubereitung: Die Eigelb vom Eiklar trennen. Eigelb, Milch, Salz, Zucker mit Vanille in eine Schüssel geben und zu einer dickflüssigen Masse rühren. Zum Schluss das Eiweiß in einer anderen Schüssel zu Schnee schlagen und langsam in den Teigmasse heben. In einer Pfanne etwas Öl geben und heiß werden lassen. Die Teigmasse hinschütten und bei mittlerer Hitze, nicht zu heiß, den Teig an der Unterseite goldgelb werden lassen. Dann den Teig mit einem Pfannenwender oder einer Gabel in Stücke zerreißen. Die Kaiserschmarrnstücke jetzt vorsichtig immer wieder umrühren und wenden, bis alle Stücke eine goldgelbe Farbe haben. Jetzt noch etwas Zucker über den Schmarrn geben. Guten Appetit!